Jahr für Jahr stehen 58 Autojournalisten aus 22 Ländern vor der Aufgabe, das beste Auto mit dem Titel Car of the Year zu finden. Nicht immer eine leichte Aufgabe, denn oft liegen die Neuerscheinungen so dicht beieinander, dass nur wenige Punkte über den Sieger und die nachfolgenden Plätze entscheiden. In diesem Jahr war aber alles ganz anders. Der neue VW Golf schien bei allen Juroren die erste Wahl gewesen zu sein. Insgesamt 414 Punkte konnte er auf sich vereinen. Der Abstand zu Platz 2 liegt erstmals bei mehr als 200 Punkten. Mit genau 202 Zählern geht die zweitbeste Platzierung an den baugleichen Sportwagen Toyota GT86 und Subaru BRZ. Der Abstand zum dritten, dem Volvo V40, liegt mit 13 Punkten Differenz wieder im Normalmaß. The winner, Car of the Year 2013, is Volkswagen Golf. Klar, dass man bei VW stolz ist, dass der Golf die Konkurrenz, man muss schon sagen, überlegen hinter sich lassen konnte. Abgesehen vom Käfer steht er wie kaum ein anderes Auto stellvertretend für die Marke Volkswagen. Es ist ein gutes Auto. Die Jury ist sehr kompetent, hat das erkannt, hat entsprechend gewertet. Es hat sehr viel Spaß gemacht, von der Entwicklung her bis in die Produktion hinein. Und ich bin überwältigt, deswegen fehlen mir so ein bisschen die Worte momentan. Ich bin sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz drauf. Der Titel Car of the Year wird bereits seit 1975 vergeben. Zur Wahl stehen immer die neuen Modelle, die in den letzten 12 Monaten Marktpremiere hatten. Technische Innovation und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis sind die wichtigsten Kriterien beim bedeutendsten europäischen Autopreis.